Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mathe-Erklär-Video. Wir haben uns mit einem Rätsel beschäftigt, welches wir im Video erst einmal darstellen und zunächst auch begründet herleiten. Nun beginnen wir mit der Darstellung, welche du mit deinen eigenen Zahlen ebenfalls verfolgen kannst. Wähle zuerst einmal eine sechsstellige Zahl, welche keine Nullen beinhalten darf. Außerdem dürfen die ersten drei Ziffern nicht das Ebenbild der letzten drei Zahlen sein. Die sechsstellige Zahl wird zu zwei dreistelligen Zahlen getrennt. Falls du dies getan hast, musst du eine zweite sechsstellige Zahl bilden, indem du die ersten drei Ziffern mit den letzten drei Ziffern einfach vertauschst. Nun kann das Rätsel beginnen. Zuerst einmal musst du die Differenz der beiden Zahlen berechnen. Falls du dies getan hast, musst du die Differenz mit 999 dividieren. Den Quotienten multiplizierst du dann mit der Summe der Anfangszahl. Das Produkt musst du zunächst mit dem Quadrat der kleineren dreistelligen Anfangszahl addieren. Da 192 zum Quadrat das gleiche wie 36.864 ist, können wir auch damit weiterrechnen. Somit können wir auch zum nächsten Schritt übergehen. Zunächst können wir die Summe radizieren. Radizieren ist ein anderes Wort für das Wurzelziehen. Falls du all diesen Schritten gefolgt bist, müsstest du merken, dass das Ergebnis die größere dreistellige Anfangszahl ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann das sein? Hier seht ihr die sechsstelligen Zahlen nochmal in Variablen. Die erste sechsstellige Zahl ist a 100.000 a, b 10.000 b, c 10.000 c, d 100 d, e 10 e und f ist f. Bei der zweiten sechsstelligen Zahl wurden jedoch die ersten drei Variablen mit den letzten drei Variablen vertauscht, was dazu führt, dass D 100.000 D, E 10.000 E, F 1000 F, A 100 A, B 10 B und C 10 ist. Wenn man diese beiden sechsstelligen Zahlen subtrahiert, ist die Differenz 99.900 A plus 9.990 B plus 999 C minus 99.900 D minus 9.990 E, minus 999 F. Dies liegt daran, da die Variablen nur mit sich selbst subtrahiert werden können. Zum Beispiel kann A nur mit A subtrahiert werden. Die Differenz wird ebenfalls noch mit 999 dividiert. Der Quotient der Division ist 100 A plus 10 B plus C minus 100 D minus 10 E minus F. Der Quotient muss nun mit der Summe der Anfangszahl multipliziert werden. Wir haben hier die dritte binomische Formel angewandt, um es einfacher zu berechnen. Zuerst einmal haben wir berechnet 100a plus 10b plus c minus 100a plus 10e plus f. Mit den beiden Anfangszahlen 100a plus 10b plus c plus 100d plus 10e plus f multipliziert. Nun haben wir es in der dritten binomischen Formel eingesetzt und das Ergebnis ist... Ach komm schon! Da haben wir es ja. Das Ergebnis ist 100a plus 10b plus c hoch 2 minus 100d plus 10e plus f hoch 2. Huch, was macht das Multiplikationszeichen hier? Das Ergebnis muss nun mit dem Quadrat der kleineren dreistelligen Anfangszahl addiert werden. Hierbei müssen wir rechnen 100a plus 10b plus c hoch 2 minus 100d plus 10e plus f hoch 2 plus 100d plus 10e plus f hoch 2. Bei dieser Rechnung kann man das 100d und das 10e wegkürzen. Die Summe hierbei lautet
100a plus 10b plus c hoch 2. Der letzte Schritt ist das Radizieren. Wir haben 100a plus 10b plus c hoch 2 radiziert und hierbei das Quadrat und die Klammer aufgelöst. Und wie ihr seht, ist das Ergebnis 100a plus 10b plus c, die größere dreistellige Anfangszahl. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.